Tada, der Pathfinder. Hat den Weg zu uns gefunden, hätte ich was gesagt. Neuer Compoundbogen. Schauen wir uns mal genauer an. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, präsentiert von der Bogensportwelt und von mir. Ich bin der Thomas. Heute gibt es wieder einen Compoundbogen. Ich würde sagen, der ist schon so irgendwie auch für Einsteiger. Ist gut einstellbar, hat ein paar super spezielle Features und kommt erstmal natürlich wieder super verpackt. Ja. Ich sage immer, ist die halbe Miete, kommt auch eine Menge dazu, sogar Release. Pfeilauflage, das ganze Programm, schauen wir uns alles an, Stabi. Aber jetzt erstmal hier raschel, raschel. Der Bogen selbst. Wow. Drake Archery Pathfinder. Durchschusssystem. Ja, passend zum Namen mit Kompass. Erster Eindruck. Leicht. Nicht super leicht. Wie das kommt, erklären wir gleich. Super Finish. Keine Macken im Lack. Alles cool verarbeitet. Twin Cam System, die beiden Cams sind identisch. Mit einem Doppel-Yoke-Kabel. Hat Vorteile. Erstens sind die Twin Cam Systeme mittlerweile eigentlich bei den meisten Bogensportherstellern die Präferenz geworden. Lassen sich einfacher schießen. Ja. Früher war Cam and a Half sehr modern, hatte auch Gründe. Musste man eine Menge tunen, bis da so ein Pfeil so richtig gut flog. Twin Cam verspricht zumindest mal ordentliche Performance und gute Schießbarkeit. Kabelsystem. Sieht sehr gut aus. Mit kleinen Dämpfern hier, kleine Gewichte, die das auch ein bisschen dämpfen. Gewichte an der Sehne hier oben und hier machen durchaus Sinn, machen den Pfeil auch nicht langsamer. Im Gegenteil, die werden dann sogar schneller, weil die Sehne sich etwas gleichmäßiger aufspult. Deswegen heißen die auch Speed Dots. Ja, also irgendwie so Geschwindigkeitsgewichte. Ist ein bisschen kontraintuitiv, aber ist tatsächlich so. Ohne die Dinger schnalzen die Bögen so ein bisschen und tatsächlich machen die Pfeile auch so ein paar Fuß weniger. Mhm. Ist gut. Griff gefällt mir. Ergonomisch, nicht zu dick hier oben. Schöner, schlanker Hals. Kann man gut auf den Druckpunkt ablegen. Ist hinten schön flach. Dieser Kunststoff hier ist griffig. Nicht gummiartig, obwohl es muss irgendein Gummi sein. Aber griffig ist er. Super. Besonders cool mit Griff. Hey, ne? So ein Weg durch den Wald ist ein Griff viel wert. Klar, man kann auch den Bogen ganz normal hier greifen, aber irgendwie balanciert das ganze Ding hier ganz gut. Das hat man es echt gut in der Hand. Sehr cool. Peepsight ist schon installiert. Wir haben wieder ein Piep mit einem Gummischlauch. Das ist cool. Ja, bei einem Bogen, den man weit einstellen kann. Der hier geht von 40 Pfund bis 65 Pfund. Verändert man natürlich die Spannung auf alles ganze System relativ stark. Gerade wenn man sich so ein bisschen steigert, auch am Anfang noch. Ne, startet man mit 40 Pfund und dann irgendwann will man mal 60 schießen. Das heißt, die Spannung verändert sich und dann dreht sich das hier alles so ein bisschen, wenn man mehr Last drauf hat. Und damit das Piep trotzdem, wenn ich ausgezogen habe, und nachher hier durchzielen möchte auf meinen Visier, zeig mal gleich. Damit es immer gerade steht, hat man hier so einen Gummischlauch dran und der zieht es immer gerade. Das ist gut. Diese Yokes, also ich meine, ich habe auch zwei Bögen.
Ich habe eigentlich mittlerweile sogar mehrere Bögen, die diese doppelten Yokes haben, weil man damit auch das Cam Lean richtig einstellen kann. Ja? Braucht man Bogenpresse und so, ist ein bisschen aufwendiger, aber es geht. Ja, wenn es bei einem Bogen ohne Yokes ist Cam Lean eine größere Sache. Sehr cool. Das Mittelstück. Okay? Also, der Riser, wie der Amerikaner sagt. Jetzt mal erstens ist es ein Durchschusssystem. Ja? Wir sehen hier den Kabelgleiter, der ist jetzt hier mit einem Bauteil auf der Seite befestigt, weil er für Rechtshand gedacht ist. Man kann natürlich theoretisch mit Bogenpresse, muss man auch die Cams und so tauschen, klar. Theoretisch könnte man den sogar umbauen auf Linkshand. Ja? Geht. Kabelstopper ist Standard. Hier so ein paar Dämpfer in den Wurfarm. Macht absolut Sinn. Der Bogen kommt in. Jetzt schauen wir mal auf den Spickzettel. Achsmaß, also von Achse zu Achse 30 Zoll. Das ist ein kompakter Bogen. Ja. Perfekt für 3D und was man so in der Freizeit am liebsten schießt, meinetwegen alles, was so Outdoor ist. Ja. Ich denke, 3D ist da am beliebtesten. Der wiegt insgesamt 4,3 Kilo, Pfund, Entschuldigung, 4,3 Pfund. Ist das viel, ist das wenig? Das ist ungefähr gutes Mittelmaß. Sehr, sehr leichte Bögen wiegen unter 4 Pfund. Die großen Targetbögen, die gehen so Richtung 5 Pfund. Das sind keine Riesenunterschiede, man merkt es aber schon. Ja. Ist dann auch ob dem Gewicht jetzt nicht unbedingt ein Kinderbogen. Ne? Auch nicht mit dem Zuggewicht von 40 Pfund. Das ist schon was für jemanden, der im Prinzip einsteigen möchte und Lust auf Pfeilgeschwindigkeit, auf Performance und so weiter hat. Brace Height 7,5, also das ist diese Aufspannhöhe vom Griff bis zur Sehne. 7,5 ist großzügig. Ja, ich würde sagen, 7 ist ungefähr so Standard, vielleicht auch 6,5. 7,5 ist ein bisschen mehr. Macht den Auszug nachher ein bisschen einfacher. Man fängt nicht so weit vorne an. Bisschen weiter hinten. Macht aber nichts, er ist trotzdem schnell. IBO Speed 320 Fuß pro Sekunde. 320 ist wirklich ein fixer Bogen. Okay, die Targetbögen, die gehen so bis 315 Fuß. Die super, super schnellen Bögen, ja, die gehen auch mal bis 350 Fuß pro Sekunde in diesem Laborwert. IBO Speed, ja, haben wir schon mal erklärt. Mit 70 Pfund und einem leichten Pfeil und so und 30 Zoll Auszug, okay. Also in der richtigen Welt kann man aber trotzdem mit so einem Bogen locker im richtigen Pfeilsetup die 300er Marke schießen. Das ist so 300, ist das, was man zumindest im 3D gerne schießen möchte. Da gibt es in vielen Regularien eine Geschwindigkeitsgrenze, okay. Auszuglänge ist einstellbar von 24,5 bis 30 Zoll. Also, das ist eine Menge Material, ne? Du kannst dann im Prinzip den Auszug, wie ich schieße 28,5 bis 29 Zoll. Die großen Jungs mit über 1,85 bis 1,90, die schießen auch mal 30 Zoll. Aber bis das sind wirklich, also mehr als 30 ist eher ungewöhnlich. 24 ist relativ wenig. Ich würde sagen, das ist was, also jedenfalls bei Männern, bei Frauen ist das nicht ungewöhnlich, ne? Die sind immer nicht so groß. Das heißt, den Bogen kann man eben auch in der Auszuglänge relativ weit einstellen. Super cool. Vorne hat er eine richtige eingelassene Buchse fürs Stabi. Und ein Stabi kommt auch dazu, wenn man ihn bestellt. Ja, das ist jetzt ein kleines Ding. Aber zumindest hat man mal einen, ne? Gewicht an der richtigen Stelle und er dämpft auch ein bisschen. Hier innen drin ist so ein Dämpfungselement. Restvibrationen rausziehen kann nicht schaden. Der Riser, warum ist der jetzt eigentlich? Also er ist ja relativ aufwendig gebaut, da muss man einfach mal sagen. Durchschusssystem und hier vorne mit dem Griff und so. Und auch hier, bevor die Wurfarmtaschen kommen, der Wurfarm. Also ist alles sehr stabil. Ne? Jetzt ist er trotzdem nicht so super schwer. Wie kommt das? Naja, der ist aus einem Magnesium gefertigt. Ja, also der Unterschied zu den
CNC-gefrästen Aluminium-Risern ist eben, dass dieses Magnesium ist dann doch nochmal ein bisschen leichter. Ja, spart man ein bisschen Gewicht, kann man dafür in die Stabilität reinstecken, indem man woanders an der Konstruktion eben einfach nochmal ein bisschen Material dran lässt. Ja, hast du hier einen super ausgewogenen Bogen, nicht mit einem Fenster auf der einen Seite und dadurch immer so ein bisschen, ne, Drang zur Seite, sondern einer, der wirklich symmetrisch ist. Hat was. Okay. Ah ja, und die Wurfarme, die sind mir übrigens auch aufgefallen. Die sehen nicht nur ziemlich cool aus. Die sind offenbar auch tatsächlich aus Gordons Fiberglas. Das sagt mir persönlich jetzt nichts, soll aber einer von den ganz renommierten Herstellern sein. Okay. Ja, machen aber auch von der ganzen Verarbeitung her einen guten Eindruck. Ja. Die werden hier vorne, wo die Wurfarmtaschen ansetzen, sind sie ein bisschen stärker, dann werden sie dünner. Und hinten, wo die Achse durchgeht, sind sie wieder stärker, also wie bei einem Top-Gerät. Ja. Die Achse gefällt mir auch, die ist nämlich nicht so dünn. Ist gut. Gut gemacht. Cams, die Cams sind natürlich aus Aluminium und die sind auch gefräst. Logisch. Was mir an den Cams gefällt, ist, dass die schon beides versprechen, ja, Schießbarkeit, aber auch Performance, sind nicht zu groß, dass man, also wie bei diesen Superspeed-Bögen, wo man sich dann da unter Umständen aber auch echt dann abzieht, ja. Aber auch jetzt keine kleinen Rollen, ja, die dann zum Beispiel bei etwas schwereren Fallen Probleme bekommen könnten. Und was mir auch gefällt, ist, sind diese Module. Ebenfalls aus Aluminium. Lässt sich super einfach einstellen. Hat man hier zwei Schrauben. Braucht man keine Bogenpresse. Und dann hat man den Bogen im Prinzip schussfertig. Ist cool. Wer mag, also Frontstabi finde ich, macht absolut Sinn. Ja. Wird auch in den Pin-Visier-Klassen ist das auch nur mit Frontstabi erlaubt. Wer das möchte, könnte auch einen Seitenstabi anbringen. Ja, das ist zwar hier, also gut, man kann immer einen Seitenstabi anbringen, ja, weil man könnte ihn ja auch hier vorne mit befestigen, machen auch viele. Der hat dafür jetzt kein extra Bushing nochmal hinten, aber der hat hier, ich schätze, das ist auch so ein bisschen aus der Produktion, eine Bohrung für eine Schraube und da könnte man auch eben relativ easy und relativ schön tief einen Heckstabi anbringen. Ist gut. So kommt er aus der Kiste. Also ohne Stabi, den muss man dran machen. Was ist noch dabei? Jede Menge Imbusschlüssel und Schrauben für die Pfeilauflage. Klar. Wir haben ein ziemlich cooles Visier mit 5 Pins. Standardteil. Erstmal robust. Macht aber was es soll mit Wasserwaage. Bauen wir gleich mal dran. Wir haben eine Arrow Rest, also eine Pfeilauflage. Das ist so eine Art Whisker-Biscuit, die ist schon ein bisschen fortschrittlicher. Die hat im Prinzip die Bürsten nicht rund um den Pfeil, sondern immer von den Seiten. Macht Sinn, ist erprobtes Material. Mit 100.000-fach wurde das schon eingesetzt. Super duper. Und ist offenbar auch nicht wahnsinnig kompliziert anzubringen. Machen wir auch gleich. Und wir haben ein Release. Also bis auf Pfeile würde ich sagen, hast du hier eigentlich irgendwie mal alles dabei, ne? Fehlt noch was? Ne. Ah ja, das Sädenwachs, genau. Mit Sädenwachs kommt er auch. Also das kann passieren, ja, dass wenn ich jetzt zum Beispiel viel in der Sonne bin, wenn ich den Bogen oft schieße, wenn der mir alles mal am Ärmel hängen bleibt, dass diese Takelage so ein bisschen fusselig wird. Ist die jetzt überhaupt nicht, ja? Also auch hier am Kabelgleiter oder so nicht. Kein Ding. Aber wenn das der Fall sein sollte, dann hilft natürlich Sädenwachs. Ganz altes Hausmittel. Ne? Schä. Ich würde sagen, wir stellen ihn mal grob ein und machen mal ein, zwei Schuss. Oh, P wie Pfeilauflage, damit fangen wir mal an. Also damit fange ich immer an, wenn ich einen Bogen zusammenbaue. Erstmal eine Pfeilauflage dran.
Die ist jetzt aus Gründen der Verpackungseffizienz zerlegt. Das ist das kleine Ding, womit der nachher am Bogen festgemacht wird. Und das ist, was an dem Bogen dran soll. Das Ganze wird irgendwie so an den Bogen geschraubt. Von der Seite würde ich es machen, weil ich irgendwie das so gewohnt bin. Bei dem Bogen kann man es natürlich auch von der anderen Seite dran machen. Ist überhaupt kein Ding. Und dann hast du hier im Prinzip so kleine Markierungen auf der Pfeilauflage, damit du weißt, wie weit schiebe ich in den. Das wird nachher, wenn ich den Pfeil gerade aus dem Bogen schießen will, wird das interessant. Ja, weil die Pfeilauflage muss dann in der richtigen Position sein. Und hier an diesen Linien, ja, man kann, also es würde auch ohne Linien gehen, aber mit Linien wird es einfacher. Okay? Und diese kleine Schraube hier oben, mit der man sie festmacht, ich hoffe, ich greife gleich mal. Nee, natürlich nicht. Dann muss es der hier sein, den richtigen Imbus. Machen wir erstmal fest. Man kann die Pfeilauflage auch in der Höhe verstellen. Und das finde ich an der Konstruktion wirklich interessant. Das können so die klassischen Whisker-Biscuits nicht. Dann macht man einfach hier hinten die Schraube locker. Und dann kann ich auch ein bisschen hier in der Höhe. Zack, zack. Ne? Feintunen. Oh, das hat was. Simpel, aber total, was man möchte, ja. So, jetzt brauchen wir den großen Imbus für die große Schraube, schätze ich. Ja. Jetzt kommt die Pfeilauflage. Das sind zwei Möglichkeiten, ne? Ich finde das interessant. Sagen wir mal so, ich fände es interessant, wenn man die Pfeilauflage auch hier vorne zwischen diesen, ich sage jetzt da vorne einfach mal Griff und das Bogenfenster reintut, rein platziert. Ich weiß nicht, wie oft ich mir im Wettkampf, und das passiert auch eigentlich immer nur im Wettkampf, irgendwo hängen geblieben, ja, mit der Pfeilauflage und dann war irgendwie da irgendwas rechts oder so ein bisschen tief oder was, ne? Das würde nicht passieren, wenn das so gut geschützt ist, ja, ist klar. Ich werde sie jetzt trotzdem, und das würde ich auch, ja, werde ich wohl auch weiterhin bei meinen so machen müssen, ja. Ich werde sie jetzt trotzdem mal ein bisschen weiter hinten festmachen, einfach weil ich nicht so lange Pfeile habe, die bis da vorne hinreichen bei meiner Auszuglänge. Okay. Da muss man ja im Prinzip selber so ein bisschen überlegen, will ich so die ganz robuste, Robustversion oder will ich lieb, also auf Nummer sicher gehen oder will ich ja, sozusagen die Geschwindigkeit optimieren, indem ich im Pfeil etwas kürzer mache. Beides ist vollkommen legitimer Wunsch und für beides hat man hier auch irgendwie einen treuen Begleiter. Machen wir mal fest, das geht gut. Es gibt zwei Bohrungen für die Pfeilauflage. Man könnte sogar das noch ein Stück weiter nach hinten versetzen. Macht auch Sinn. Ja. Ich habe das mal in dem Video zur Pfeilauflage gezeigt. Also man kann die versetzen, ja. Und das hat einen Effekt auf alle möglichen Feinheiten. Ja. Aber jetzt machen wir es einfach mal fest. Wir wollen ja nochmal schießen. Zack, die kann man schön festmachen. Das soll ja auch eine Weile dranbleiben. Dann sieht das erstmal so aus. Okay. Das nächste wäre dann im Prinzip das Visier. Beim Visier ist es so, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Das ist nicht nur vorne eingepackt, das ist auch hinten eingepackt. Da sind nämlich nochmal Schlüssel dabei. Da sind vor allem die Schrauben dabei, die man braucht. Und da ist auch eine kleine Lampe, also ein Licht. Ja, ein kleiner Lichtgeber. Ich pack's mal aus, ich zeige es euch mal. Die Imbusse brauchen wir nicht, wir haben ja schon welche da. Gut, Pinvisier. Standardgerät, ich finde, das macht erstmal einen unheimlich robusten Eindruck, einfach einstellbar. Die Pins kann man hier an der Seite mit einem kleinen Imbus lösen und dann die richtige Entfernung einstellen. Wer genau wissen will, wie man die Entfernungen ausschießt, wie man Center Shot immer geradeaus und so, gibt es auch einen Film zu, haben wir schon mal gezeigt. Aber vielleicht mal ganz kurz was zu diesem kleinen Licht, was da dabei ist. Das ist nämlich schon ganz cool. Also, wann schießen wir Bogen? Natürlich im schwerpunktmäßig bei schönem Wetter, wenn die Sonne scheint, ne? Draußen.
Und da hast du folgenden Effekt. Du schießt zum Beispiel irgendwie gegen Licht oder so. Ja, schieße ich gegen das Licht, sehe ich meinen Pin nicht. Und witziger, aber oh nein, ich habe nicht gemäht die Schraube. Oh nein. Ah ja. Und dann hilft so ein Licht. Das strahlt dann diese kleinen Leuchtpunkte hier vorne noch ein bisschen mehr an. Und dann leuchtet die noch ein bisschen besser. Brauchen wir heute nicht, ist nicht so hell. Man macht es also nicht an, wenn es dunkel ist oder wenn es so dämmert oder wenn es so ein bisschen gedämpftes Licht hat, komischerweise, sondern vor allem dann, wenn es sehr, sehr hell ist. Okay? Gut, das sind die beiden Schrauben. Mit denen wird das Ganze letzten Endes am Bogen befestigt. Der Bogen hat auch in der Tat auf beiden Seiten Bohrungen. Logischerweise haben wir vorhin gesagt, ne, wer sich ein bisschen auskennt oder einen Kumpel hat, der eine Presse hat und so weiter. Theoretisch kann man den Bogen eben auch auf Linkshand umbauen. Was auf jeden Fall keine schlechte Idee sein könnte, ist, dass man zum Beispiel die Pfeilauflage auf der einen Seite, zum Beispiel wie ich jetzt rechts, festmacht und das Visier auf der anderen Seite. Würde bei dem gehen? Dann hast du im Prinzip auf beiden Seiten so ein bisschen Gewicht, also und dadurch nicht so ein Übergewicht nach einer Seite. Okay? Macht absolut Sinn. Frage, welcher Imbus passt jetzt am besten? Vielleicht der? Nein. Na, dann muss es ja der sein. Kann man ruhig schön festmachen. Vielleicht die Schrauben gleichzeitig reinmachen und dann immer die erste nicht ganz zu festmachen, damit sich das wirklich hier. Die sind so schön konisch. Ja, die Bohrungen und die Schrauben auch. Ja, damit das schön gerade ist auch. Okay. Fertig. Was will man jetzt, ne, wenn das fertig ist? Wir wollen, dass Pfeilauflage, Sehne und Pins erstmal ganz grob ungefähr in einer Richtung sind. Und wenn ich mir das hier so anschaue, muss ich sagen, das scheint schon mal zu stimmen. Okay. Das Ganze sollte mittig durch den Bogen durchgehen. Falls das nicht der Fall ist, hier oben beim Visier das lösen, kann man es seitlich verschieben. Und für die Entfernungen, falls ich die einstelle, würde ich es immer so machen, dass ich mit dem obersten Pin anfange und den so auf 20 Meter einschieße. Und bis das passt, würde ich das Gehäuse verschieben. Und wenn ich den 20er gefunden habe, stelle ich die anderen Pins auf die anderen Entfernungen ein. Okay? 30, 40, 50, 60. Bei 5 Pins tatsächlich kannst du dann bis 60 Meter einstellen. Okay? Sieht irgendwie gut aus. Super simpel. Jetzt gucken wir uns mal das Release an. Release. Release ist dabei. Das ist natürlich mal ein Wort. Ja. Was ist für eins? Nun, das ist erstmal eins, was ganz intuitiv funktioniert. Ne? Das heißt so ein genanntes Zangenrelease mit einem Abzug. Also, ich hänge es ein in das Piep. In das Piep sage ich, in das Loop. Deswegen ist das Loop hier auch ein relativ steifes und dickes Material. Ja, und dann hält es und dann wird das im Prinzip wie ein Abzug geöffnet. Ja. Ist kein Hexenwerk. Und das Gute ist unter anderem, dass dieser Verschluss, den finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Aber das Gute ist eben auch, das ist jetzt mal eins, das macht man sich an dem Handgelenk fest. Und das kann man sich aber auch schön festmachen hier mit zwei doppelten. Gut. Würde ich jedem am Anfang empfehlen, eins zu nehmen, was man an der Hand also am Handgelenk festmachen kann. Also erstens, man verliert es nicht, ja? Spart man einen Haufen Geld. Zweitens, angenommen, ich komme aus dem traditionellen Bogenschießen und will mal ein bisschen Compound schießen und habe dann den Bogen in der Hand und stehe so schön im Ziel und denke, ah, toll, ich lass mal los, ne? Und mache die Finger auf, weil ich das halt so kenne. Ja, und würde dann im Prinzip so ein in der Hand gehaltenes Release damit nach vorne schleudern.
Das kann nicht nur teuer, das kann auch schmerzhaft werden. Deswegen am Anfang und aber auch sonst, ich habe das immer gehabt bei meinen Release, auch bei Backtension und allem. Hier festmachen, bringt was, gerade am Anfang. Jetzt wirkt das hier ein bisschen kurz, ne? Irgendwie, weiß ich auch nicht, ne? Könnte ein bisschen länger sein. Ja, kann es auch. Hier ist ein kleines Gewinde und mit dem kann man es nochmal ein bisschen weiter rausdrehen oder reindrehen. Ja? Also quasi feintunen, wie lange ich es haben möchte. Ich sage aber gleich dazu, ich würde es nicht so lang machen tatsächlich. Mir gefällt kurz in dem Fall, weil wenn ich ausgezogen habe, dann möchte ich beim Zielen den Finger hier einmal komplett drumherum tun. Und dann möchte ich zielen und durch ein Ziehen mit dem ganzen Arm, als würde ich einen Ellbogen nach hinten schieben, auch die Spannung auf den Zeigefinger erhöhen, bis der Schuss losgeht. Ich möchte nicht irgendwie, obwohl das ginge, hier, und Profis machen das auch, manche Profis machen das so, hier so ganz fein mit der Fingerspitze da vorne und dann so Klick, ne, machen. Funktioniert, ne? Handelt man sich aber wahrscheinlich dann irgendwann so ein paar Nebenwirkungen ein, die man eigentlich nicht möchte. Haben wir auch schon Videos zu gemacht. Was wir schon alles Videos gemacht haben. Jetzt ist die Frage, welchen Pfeil nehmen wir? Pass auf. So. Bei der Pfeilauflage würde ich nicht so einen ganz dünnen Pfeil nehmen. Das ist jetzt hier mal einer von den Target-Pfeilen, die ich auch schon mal gezeigt habe, AC-Profil. Der ist sehr dünn. Der schlackert hier in den Bürsten ganz schön rum. Das wollen wir nicht. Ich würde auch keinen super dicken Pfeil nehmen. Weil der hast du den anderen Effekt, dass der dann von den Bürsten so gebremst wird. Okay? Ich würde hier so ein Standardformat nehmen. Zum Beispiel den 3K Extreme von Sphere, der da neu rausgekommen ist. Der macht einen super Eindruck. Das ist ein Standardformat und guck mal, wie der hier rein will. Toll. Da ist er. Nocke ist auch super. Gefällt mir. Und was sehen wir? Also von der Richtung her passt das. Mal so grob zumindest. Ich würde den vielleicht, nee, von der, also auch von der Höhe her scheint das erstmal ganz gut auszusehen. Kann man erstmal so lassen. Okay. Das ist gut. Tippitoppi. Ja, und dann heißt das eigentlich nur noch das richtige Zuggewicht einstellen. Das haben wir schon mal gezeigt, wie das geht. Hier über die Tiller Bolts. Ich habe den mal ein bisschen runtergedreht. 65 Pfund. Das muss nicht sein. Für Demonstrationszwecke schon gar nicht. Und auch, ich schieße auch kaum noch wirklich die 60 Pfund Maximum. Ja. Ich habe jetzt hier eingestellt eine Auszuglänge, die hoffentlich einigermaßen passt. Also wenn sie nicht passen würde, einfach hier diese beiden Schrauben lösen, das hier so ein bisschen drehen. Ja. Also in diese Richtung wird es länger, in diese Richtung wird es kürzer. Kann man in Halbzollschritten einstellen. Und dann in der Beschreibung gucken, welche der Bohrungen man daneben muss. Ist eigentlich ganz easy. Ja, und dann würde ich sagen, hat man schon jetzt quasi live mitgesehen, wie schnell so ein Bogen schießt, fertig wird. Eine Sache, worauf ich noch achten würde, ist, dass die Federn richtig stehen von dem Pfeil. Also, am besten ist es natürlich, wenn sie nicht so stehen wie jetzt. Die Leitfeder muss in dem Fall tatsächlich irgendwie nach oben. Wie machen wir das jetzt? Mal abstellen. Boah. Ja, kann man auch mal eine Zange nehmen, ne? Also, ich weiß nicht, wie viele Profis einem da schon abgeraten haben, die Nocken mit den Zähnen zu drehen. Das soll man nicht machen. Womöglich beschädigt man die sich, ne? Oder man beschädigt den Zahn. Hier ist beides bisher noch nicht passiert. Also im Notfall kann man das schon mal machen, ja. Okay. Und dann passt nämlich die Feder oben hier durch und die anderen beiden Federn hier unten durch, wo das ausgespart ist. Deswegen ist es auch ausgespart. Also es ist jetzt im Prinzip schon Whisker Biscuit der nächsten Generation, ja. Dann würde ich sagen, probieren wir es mal, oder? Auszugsverhalten. Super. Ja, super easy. Also die Cams, was ich mir schon gedacht habe, man merkt, ne, der Bogen ist jetzt nicht langsam, ne, aber das Auszugverhalten ist
total gleichmäßig und der rollt nachher schön in die Wand. Der Bogen kommt mit 70% Let-Off. 70% ist gesundes Mittelmaß, ne? Die Target-Bögen, die werden oft mit 65 geschossen, die High-Let-Off-Bögen, die werden so mit 80% circa geschossen. 70 ist erstmal das, was man möchte. Wichtig ist, dass der Bogen Let-Off hat. Ja? 70% fühlen sich auf jeden Fall gut an. Und vor allem die Wand, muss ich sagen. Die Wand ist gut definiert. Ich sehe hier auch keinen. Also beide Cams schlagen auch gleichzeitig an. Ich zeige das mal. Ja, gibt es also kein Vertun. Timing ist gut, das heißt die Werkseinstellung, die Grundeinstellung ab Werk, die ist gut. Der Bogen kommt tatsächlich weitgehend schussbereit hier zu uns, ja. Ist cool. Also wie die sich ausziehen, ist top. Also so, dass sich das so fließt, ne? Das möchte man eigentlich. Das gibt natürlich die Möglichkeit, dass man irgendwie hinten in so ein Tal fällt und dann hackt das da einen so rein und so und dann steht man da mit so 90% Let-Off und so. Das gibt's ja alles. Ist aber natürlich für die Präzision vielleicht nicht ganz so geil. Ja, man möchte eigentlich ein ruhiges Auszugsverhalten. So, jetzt schießen wir aber mal. Ich habe den Bogen nicht gehört. Ich habe den Pfeil gehört, wie er vorne rein ist. Der Bogen macht also keine Vibration, die ich gespürt hätte, oder ein Geräusch, wo ich gedacht hätte, okay, jetzt hat er Schnapp gemacht. Nee, hat er nicht. Total leise. Kommt natürlich das parallele Wurfarmdesign hier dem Ganzen auch zugute. Das ist nun mal dafür prädestiniert, einen sehr, sehr ruhigen Abschuss zu machen. Und was wir auch sehen, ist, dass der Pfeil von da, wo ich geschossen habe, sehr gerade in der Scheibe steckt. Ist ein gutes Indiz, dass er auch gerade aus dem Bogen fliegt. Ja? Und das ist das, was wir wollen. Also ein Bogen, der sich einfach zusammenbauen, also vervollständigen lässt, der sich weit einstellen lässt, der mit den ganzen nötigen Sachen schon kommt und dann auch noch geradeaus schießt. Ja? Der bietet im Prinzip eine super Plattform, um ja, nicht nur die ersten Schritte, sondern irgendwie im Prinzip auch schon so fortgeschrittene Schritte, ja, in den Compound-Bogensport zu machen. Und wer sich da für den Pathfinder von Drake Archery entscheidet, dem wünsche ich wie immer viel Spaß.